Der individuelle Künstler als Gestalt ist ja schon in der Antike bekannt. Es ist ja nicht so, dass der individuelle Künstler erst in der Neuzeit bekannt ist. Wir brauchen bloß Anfidias, Praxiteles zu nennen, Homer, Vergil und so weiter, sind ja sehr, sagen wir mal, individuelle Figuren innerhalb der Entwicklung der Kunst. Ich glaube, man könnte vielleicht die Frage so stellen, ob nicht diese Kunstaktivitäten, die in der Vergangenheit liegen, von der Antike ab bis zum Barock, nicht irgendeinem kollektiven Einverständnis entsprechen, irgendeinem kollektiven Kanon einzufügen ist, der etwa sagt, auf eine geheimnisvolle Art und Weise gibt es einen Konsensus in der Stilgleichheit. Wir sehen ja den ägyptischen Stil sehr lange als ein und dieselben Kanon durch die Geschichte wirken. Wir sehen in der griechischen Geschichte griechischen Kunst eine ungeheure Stabilität ihres Ausdrucks. Wir sehen in der mittelalterlichen Kunst, bei der Gotik, auch eine ungeheure langanhaltende Stabilität eines kollektiven Stils, der beispielsweise dann in Europa ja als ganz verbindlich wird. Ja. Es gibt nur, sagen wir mal, ganz individuelle Bauhüttenunterschiede, die meistens, sagen wir mal, nur in den verschiedenen Maßen der entsprechenden Bauhütten sich unterscheiden, aber sind eigentlich kulturell einheitliche Gebilde. Das individuelle Kunstprodukt tritt ja eigentlich erst nach dem Barock auf. Was ist denn daraus eigentlich zu entnehmen? Muss man nicht daraus entnehmen, dass irgendeine eine Inspirationsquelle sozusagen in der alten Kunst vorhanden gewesen sein muss, die diese Übereinkunft schafft? Diese Inspirationsquelle lässt sich ja zum Beispiel feststellen bei dem Diktat für den Kanon der ägyptischen Kunst durch die Priesterschaft. Die Priesterschaft als Mediatoren zu ihren Gottheiten geben ja vor, dass sie diese Informationen aus der übersinnlichen Welt sozusagen transportieren und an die Künstler als Diktat geben. Das heißt, so wie die übersinnlichen Autoritäten sagen, soll es auf der Welt vollzogen werden. Aus diesem Grunde gab es ja einen sehr strengen Kanon, der durch die hohe Priesterschaft transportiert wurde und an die Künstler als Diktat für den Kanon galt. Richtschnur. Das heißt, diese Kunst des alten Ägyptens ist ja weitgehend noch gar keine Kunst des Menschen, sondern sie hat ihre Quelle im übersinnlichen Bereich. Wir verfolgen diese Linie, dass die Quelle aller Kunst, Schöpfung auf der Erde weitgehend aus dem übersinnlichen Bereich noch inspiriert wird, meines Erachtens bis zur Gotik. Erst ab der Gotik befreit sich der Mensch von der spirituellen Führung durch die übersinnlichen Autoritäten und er kommt in die Individuation. Erst ab da sehen wir eigentlich einen Einzelkünstler, wie in der Antike Praxiteles, aber als eine ganz andere, sagen wir einmal, menschliche Kraft. Was er dazu gewonnen hat, ist eigentlich dann die Kraft, ja, sagen wir in einer modernen Sprache, der Selbstbestimmung und des Selbstbewusstseins und des Bewusstseins seines eigenen Ich als der Quelle aller Kreation. Und indem diese Individuation auftritt und je stärker diese Individuation sich entwickelt im Fortgang der Geschichte, umso stärker erscheinen die Kunstprodukte über die Welt als disparate, sich widersprechende Kreation. Das heißt, der kollektive Stil, der Inspirationscharakter von Kunst geht verloren und die sich widerstreitenden individuellen Konzepte treten zutage. Es ist ja, ganz um ein aktuelles Beispiel aus der modernen Kunst zu nehmen, man kann also ganz malerische Konzeptionen neben einem Mondrian, eine kubistische und eine surrealistische Vortragsweise ja quasi an einem Tage auf der Welt entstehen sehen.
Also da sehen wir die disparaten, verschiedenartigen Aspekte, aus denen heraus Individuationen zu ihrer Weltsicht kommen. Und damit führt die moderne Kunst ja eigentlich etwas sehr Wichtiges vor, nämlich die Befreiung des Menschen von spiritueller Autorität. Ja. Das heißt, der Mensch wird mündig. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Sie setzen das also praktisch im 14., 13. Jahrhundert an, mit der Gotik. Ja, man diese könnte eigentlich diese kanonischen Inspirationscharakter der Kunst bis ins Barock hinein verfolgen. Ja. Die Renaissance ist zwar der erste Aufstand und die erste große Individuation, ja, aber Manierismus und Barock lassen noch einmal eine Art Widerhall auf den Inspirationscharakter vermuten. Aber sagen wir, spätestens ab dann beginnt die Diskussion und das Missverständnis auch. Diese Erörterung, die wir bis jetzt geführt haben, dahin führt, als ob dann, wenn es Krisen gibt in einem bestimmten Gesellschaftskörper, dass Kunst diese Krisen, ja was, verdeutlicht. Nicht die Kunst macht die Krisen oder die Diskontinuitäten, ja, sondern sie verdeutlicht sie. Wäre ja das korrekt gesagt? Ja, aber vielleicht noch ein bisschen zu allgemein gefasst, denn jetzt wieder einmal versuchen zu unterscheiden, ob man eingehen kann auf diesen Elementarunterschied. Dass es eine alte Kunst ist, die weitgehend nicht vom Menschen stammt und seiner individuellen Fähigkeit, sondern die Inspirationskulturen sind. Doch gibt es ja dann auch die Krisen. Aber diese Krisen finden nicht auf der Erde statt. Wenn zum Beispiel auf einmal, nachdem der Ammon-Diktat als spirituelles Diktat eines Mondgottes abgelöst wird durch einen Sonnengott, dann geht ja die Krise erst einmal im übersinnlichen Bereich vonstatten. Das heißt, der Übergang oder die Aktualität, die ja für die Menschenentwicklung auch eine Entwicklung bedeuten soll. Denn ich nehme an, dass die spirituelle Führung der Entwicklung der Menschen dienen soll und sie fördern soll und etwas Neues in ihnen entwickeln soll. Also ist diese Krise zunächst einmal irgendwo in einem geistigen Bereich schon da. Der Übergang von der einen Kultur in die andere bedeutet etwas Gewaltiges. Das heißt, ganz neue Kräfte treten auf den Plan. Und es ist eigentlich ja nicht verwunderlich, dass der Sonnenkult von Echnaton und er selber als Figur dann später sich einmal in einer viel deutlicheren Form im Apollo als einem Sonnengott widerspiegelt. Und dann Apollo, wie gesagt, eine Art Vorläuferfigur ist für das Sonnenelement, für das Lichtelement in der Christuserscheinung. Ich will einfach nur mal einmal sagen, dass große Zusammenhänge wichtig sind, wenn man sich mit der Kunst auseinandersetzt, in Bezug auf ihren Werdegang zur Individuation, wo dann später sehr, sehr große Missverständnisse auftreten und die Diskussionen, die in unseren Tagen geführt werden über die Bedeutung von Kunst, immer aktueller werden und da auf andere Krisen unter Umständen zurückzuführen sind, weil die Inspirationsquellen ja, wie wir eigentlich vielleicht schon uns ein bisschen, jedenfalls gefühlsmäßig einigen konnten, ja dann nicht mehr die Verursacher dieser Krisen sind. Jetzt werden die Krisen bewirkt aus der Geschichte des Bemühens zur Individuation. Das heißt, des Bemühens, frei zu werden und unabhängig zu werden. Erst einmal von den alten Inspirationen, von den geistigen Führern, jetzt aber auch einmal treten materielle Führer auf dem Erdenplan auf. Es gibt Entwicklungsvorgänge innerhalb der Gesellschaften, wie wir ja alle wissen, vom Feudalismus in die bürgerliche Revolution, aus der bürgerlichen Revolution das Phänomen der Entstehung des Proletariats. Wir sehen die Ideologien des Materialismus erscheinen, wir sehen den Marxismus erscheinen mit der Ankündigung eines neuen Menschen, dem klassenlosen Menschen, dem Proletarier, der ja immer noch nicht verwirklicht ist, den wir ja immer noch verwirklichen müssen und den wir auch verwirklichen wollen. Wollen Sie aber das? Ich glaube, ja, warum ich ihn verwirklichen möchte, können wir gleich darauf zu sprechen zu kommen.
weil ich glaube, dass es einen elementaren Zusammenhang mit der Kunst hat. Also ich glaube, da entstehen auf einmal die Krisen aus den Kräften, die der Mensch selbst durch seine inneren Aktivitäten, die er als Abgenabelter hier nun auf der Erde nun endlich sich inkarnierter, nun mit sich selbst und mit seinen Schöpfungen führen muss und sich da herausringen muss, also quasi Geburtswehen auf eine wirkliche Menschheitsgestalt, wie ich sie ja meines Erachtens in dem Bild des Proletariers sehe, als den Vertreter der Menschheit schlechthin.